Hallo Leute und schön, dass ihr wieder da seid beim Bausimulator. Dieses Mal mit Xbox-Controller. Yeah, und das lässt sich coole Moves hier zu machen. Also wer das in echt nachmachen kann, der ist echt Respekt. So, wo ist unser Hans? 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 Ich weiß gar nicht, was müssten wir denn eigentlich machen jetzt? Also ich werde mal hier einfach mit Xbox-Controller rumspielen. Vielleicht finde ich da mal raus. Yo, aber das gefällt mir. Also ich kann hier voll geile Moves. Aha, hier kann ich die Kamera ändern. Ich glaube, irgendwas mit diesem Containerschiff. Nee, nicht Containerschiff. Container hier. Einsteigen Y. Start mal an die Möhre hier. Komm. Bum, bum, bum. Okay, fahren wir mal hier. Oh, ich kriege einen Gehörschaden. Ich muss leiser schalten. Ich hoffe, bei euch ist nicht zu laut. Sollen wir gleich mal testen. Hier unter den Optionen. Sound 4. Okay, das passt. Unsere Firma hat schon Ausgaben gehabt. Voll die Freiheit. Ja, ich weiß aber jetzt nicht wirklich, wo wir hin müssen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Was unsere letzte Phase ab mit der Baustelle. Okay, das heißt nur den Absetzkipper ohne Container, oder wie sehe ich das? Ja, scheint so. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Versuch mal, wie kann ich hier Kamera wechseln? Hallo, Kamera? Nee, nicht aussteigen. Ich kann jetzt aussteigen. So, jetzt haben wir Kamera gewechselt. So, wie kann ich hier die Sicht ändern? Hier kann ich lenken. Sicht ändern? Hallo? Tja, ich weiß nicht, wie mit der Maus geht's, aber. Jetzt muss der Lader ein bisschen hier so Dinge, ne? Ich muss da Sicht wechseln. Ja, okay. Alles verstanden? Naja. Kein Plan, wie ich hier Sicht ändere mit dem Controller. So. So, bitte bewegen Sie Ihren dicken Hintern hier mal vorbei. Wir sind hier in Ansatz. Ah, hier kann ich Kamera wechseln. So, hier lenken. Lenken muss ja das gehen, oder? Bin ich doof? Na, dann fahren wir mal einfach auf gut Glück. So. Ach du Kacke, das ist ja schlimmer als mit meiner Oma. Vollbremsung. Ich würde gern blinken. Kann ich mal blinkern? Ich riskiere es einfach. Ich fahre einfach. Ich weiß nicht, ob da jemand kommt oder nicht. Oh, Glück gehabt. Franz, ja, grüß dich. Ja, ob es jetzt geht, ja, schnell an die richtige Position. Was wüssten du von mir? Aha. Wir sollen mal doch mal versuchen, um mal den irgendwie aufzuladen oder so. Aber trotzdem möchte ich gern wissen, wie ich meine Kamera ändere. What the fuck? Was habe ich jetzt gemacht? Achso, Kamera geändert. Dumm. So, Ansicht. Das muss ja irgendwo stehen, oder? Nee, anscheinend doch nicht. Das ist aber ärgerlich, wenn ich nicht weiß, wie die Kamera ändert. Na egal, wir fahren mal ein Stück zurück. So, stopp. Jetzt wäre recht gut wissen, wie ich den da runterlasse. Und zwar geht das. Was willst du von mir? Testen wir einfach mal, oder? Aha, stützen. Ja, das ist gut. Stützen sind immer gut. Stützen sind gut. Ja. Und dann. Ah, Hupe, hallo. Habt ihr mich gehört? Ah, da fahren wir aus. Wieder ein. Ah, so haben wir das. Cool. Jetzt fahren wir den aus und jetzt werden wir wahrscheinlich genau falsch rumstehen. So, runter und runter. Und wir können die Last anhängen mit X. Bam. Und wieder rauf. Heb ihn auf. Boah. Ui. Nee, nein, nein. Hans. Hans, du hast das nicht gesehen, oder? Hans. Hans, schau mal weg, bitte. Schau weg, schau weg. Da schaut uns hier durch. Zu, wie ich hier pfusche. Hans, du hast das nicht gesehen. Ich weiß es. Oh. Ja. Da funktioniert alles. Wunderbar. Nein, nicht so. Hans, schau weg, du hast da keine Ahnung. Du siehst das alles irgendwie falsch rum, Hans. Das ist alles ein wenig anders. Nur keine Sorge. Ich mache da nichts kaputt. Oh nein, das war nur kurze Berührung. So, Hans, ich habe das alles im Griff. Du brauchst dir keine Sorgen machen. So, Hans, aufgeladen, Hammer. Ich werde einfach mal zu dir kommen, weil ich habe da einfach keinen Plan. Hallo Hans? 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 Hans?
Na egal. Steigen wir wieder ein, hauen wir einfach ab, oder? Ich glaube, ich muss die Stützen zuerst hochfahren. Oder muss ich das irgendwie fixieren hier? So, Stützen sind hochgefahren. Ach so, er hat mir schon eine Route gegeben. Danke. Fahren ab zum Zielbereich. Na klar, das machen wir doch gerne, oder? Vollgas. Falsche Richtung. So, links, rechts gucken. Hier kommt einer, hier kommt keiner. So, so, so. Dreimal Blickwinkel. Ja, da fahren wir einfach. Komm, scheiß drauf. Wir haben es einfach. Ich hoffe, der Container fliegt nicht runter. Haben wir den fixiert? Nee, brauchen wir auch nicht. Ist hier rot? Nein, 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 nein. Stopp, stopp. Ich habe Vorrang. Nee, wir brauchen nichts holen. Wir müssen einfach aus der Stadt raus. Und es wackelt ziemlich hier. Ui, wackelige Bude. Nein, nein. Oh, das geht hier aus. Ich glaube, so schnell sollten wir lieber nicht fahren. Aber hier ist eine Landstraße. Eigentlich können wir 100 fahren. Aber wir haben ein paar Tonnen wahrscheinlich drauf. Das ist ja gar nichts ohne. So, Vollbremsen, Vollbremsen. Hier müssen wir irgendwo rechts abbiegen. Links, Entschuldigung. Und zwar geht's hier nach Kieswerk. Okay, dann fahren wir mal zum Kieswerk. Kies das Werk. Alter, die Rückspiegel sind ja wohl für die Katze, oder? Man sieht da gar nichts. Ich sehe ihn auf der linken Seite und das war's. Und ich weiß immer nicht, wo ich die Sicht ändere mit dem scheiß Controller hier. So, Alter, wo ist denn das Kieswerk? Das ist ja mitten auf dem Berg oder was? Und wir donnern hier mit stolze 80 km/h den Berg hoch. Und ich habe keine Orientierung, wo ich überhaupt genau fahre. Jetzt von der Straßenlinie her gesehen, wie weit ich rechts überhaupt noch Platz habe, weil solange kein Gegenverkehr kommt. Was, Vorsicht oder was? Ja. War das das Kieswerk? Die Bremsen müssten wir mal wirklich erneuern. So, ich fahre einfach mal schnurstracks hier so quer übers Parkett. Bam. Und dann hier hin. So, was steht denn da, Freund? Raffel, 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 aha. So, Freundin, lass mich mal rein hier. Komm, sei so nett. Muss ich da aussteigen? Hey, hallo, hallo! Hey, lass mich hier rauf! Hallo, hallo! Hey, unfreundlicher Säcke hier! Ich fahr einfach mal rein. Nur ist gefahren, oder? Statt an die Möhre. So, gucken wir mal. Stell den Container hier rechts auf der Markierung ab, aber hoppe, hoppe, da. Was? Du hast Kieswerk entdeckt. Hier kannst du Materialien. Ja, du mich auch. Scheiß auf Materialien. Ich muss hier mal reinkommen. So, auf die Markierung. Ja, die ist ja ziemlich klein gehalten hier. Oder? Sollen wir mal driften hier? Nehmen wir die Tafel mit? Nein, leider nicht. So. So, wir stellen den jetzt einfach mal hier so querfeldein ab. Wäre gut, wenn ich die Sicht. Ah, hier ist die Karte. Cool. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ich möchte aber die Sicht ändern können. Und das stört mich ehrlich gesagt sehr, dass ich die Sicht nicht ändern kann. Ich muss das jetzt einfach mal durchtesten. Na, okay, aussteigen wollte ich nicht. Lasst anhaken. Ja, dann machen wir das mal. Und müssen wir halt so die Kamera ändern. Die Sicht dann. So. Drehen müssen wir anscheinend so. Wir müssen die Stützen ausfahren. Also, zack. Damit das ordentlich gemacht wird hier. So, jetzt ist unser Chef ja nicht hier. Jetzt können wir da pushen, so viel wir wollen. Das ist der Vorteil. So, Gummi. Gib Gummi hier. Zack. Bam. X abhängen. Chef ist nicht hier. So gut, Auslieger ein und dann Firmengelände. Wenn du Lust hast. Ne, ich habe keine Lust. Obereck, damit du Fahrzeug liefern lassen. Probier's. Hä? Warum bist du? Was willst du von mir? Ich kann das Fahrzeug auch liefern lassen? Was redet der da? Ey, Alter, red mit mir Deutsch. Ich verstehe dich doch noch gar nicht. Was hast du die ganze Zeit in der oberen rechten Ecke? Ah, hier, oder? Fuhrpark. Nee. Warenlager haben wir nichts. Aufträge.
Alter, kein Plan, was der da labert, ey. Version 1. Irgendwas Kacke. Na egal, wir fahren einfach selbst. Wir haben es einfach drauf. Brauchen wir keinen. Sie müssen die Stützfüße einfahren, ja. Hallo? Der hupt da einfach. Achso, da oben ist der Hub, deswegen. Bin ich an den falschen Knöpfchen gekommen. So, dann. Du kannst so nicht fahren. Warum kann ich so nicht fahren? Was fehlt denn? Alter, was hast du für eine Schmerzen? Sicher kann ich so fahren. Hallo, Hans? Was fehlt dir denn? Warum kann ich so nicht fahren? Hallo? Aha, okay, so kann ich einfach die Fahrzeuge hinspringen. Absetzkipper. Aber ich weiß nicht, warum der jetzt sagt, dass ich so nicht fahren kann. Was habe ich denn jetzt gemacht? Du kannst so nicht schneller fahren. Ja, aber will schnell fahren. Ich will nach Hause. Ich will doch nicht schnell fahren. Was habe ich denn jetzt gemacht? Warum fahre ich jetzt so langsam? Mami, Mami. Alter, echt jetzt? Nur weil ich es nicht hundertprozentig ganz eingefahren gehalten habe. Alter, du willst mich doch verarschen, oder was? So, jetzt gehen wir da mal. Ui, ui, den Stempel lassen wir stehen. Schöne Ansicht hier. Nur weil ich nicht ganz eingefahren gehabt habe. Das ist ja fast eine Frechheit. Das ist ja schon Diskriminierung hier. Was habe ich für einen Chef? Der verarscht mich ehrlich. Ich hoffe, ich fahre in die richtige Richtung, aber das werden wir dann spätestens sehen, wenn wir nicht ankommen. Und ich nehme jetzt einfach mal mehrere Folgen hintereinander auf, weil ich nicht weiß, wie viele Zeit ich habe vergangen. Aber ich denke, wir machen einfach den Auftrag da fertig, fahren mal nach Hause. Und ich glaube, hier war nach rechts abbiegen. Uiuiui, der LKW da hat eine Bremse, das glaubst du gar nicht. Ich biege einfach ab. Jetzt kommt jemand oder nicht. Nein, nein, nein. Oh, Entschuldigung, die Mecke. Das war ein Wildunfall. Da kann ich nichts dafür. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären werde. Aber ich denke, ich werde einfach sagen, jemand hat randaliert und hat einfach reingehauen. Es tut mir leid, ich habe alles versucht. Ich wollte ihn einfach zusammenfahren. Weil einfach nicht aufgehört hat zu randalieren. Aber ich denke mal, der Chef wird das schon verstehen. Und wenn nicht, naja, Pech gehabt. Ui, 50, 50, hier ist 50. Hey, warten hier. Wo ist jetzt die dämliche Hupe eigentlich? So. Hier ist der Händler unser Vertrauen gewesen. Sind wir hier rauf? Die Baustelle? Nehmen wir uns nach Hause, hat's geheißen. Sweet Home. Home, Sweet Home. So, was ist mit dir jetzt los? So, Absetzkipper beim einfach wieder hinstellen, wo er hingehört. Oh, Steffi ist hier. Scheiße, jetzt müssen wir aufpassen. Stell das Fahrzeug ab und komm rüber. Ja, okay. Kein Problem, Cheffe. Ich lasse es einfach stehen. Wenn du meinst, ich mache noch ein paar Moves für dich. Yeah. Schau, Cheffe, was ich gelernt habe. Ui, 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 yeah. Extra für dich. Hoppe. Hoppe. Was geht ab? Da bist du ja wieder ganz schön einstringend zu einem Tag im Bau. Ja, Kleider. Du hast die Kauen und du tust ja nur blöd labern, ey. Erst Maschinen kennengelernt, Grundlagen. Was Grundlagen? Ich kenne doch alles schon. Ja, Geld verdienen, ja. Wie soll ich denn Geld verdienen, wenn du mir das Ganze aus der Tasche ziehst? Richtig los. Was hast du vor mit mir? Denk daran, Aufträge werden bla bla bla. Ja, ja, laber nicht so viel Scheiße auf meine Infos. Ja, was auf Zeit? Neuigkeiten, ja, Entwicklungen. Wir sehen uns später. Nee, 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 nee. Ich soll mir gleich. Alter, was ist los? Abschnitt 1. So, wir haben. Auftragsabbrechung. Warum habe ich da 0 bekommen für Abschnitt 1, 2? Naja, aber wir haben 5350 bekommen und 100 Erfahrungspunkte. Jo, unerfahrener Auszubildender. Also, ich bin unerfahren. Was? Ich komme von Dorf? Nee, neuer Bereich, Dorf. Alter, das finde ich auch eine Frechheit eigentlich. Aber ich kann coole Moves. Ich glaube, ich werde Move Dancer, yeah. So,
Warten, yeah. Ist gar nicht so einfach, Alter. Ui. Uiuiui. Ich glaube, ich gehe tanzen lieber, anstatt hier auf der Baustelle arbeiten. Jo. Ey, wir werden den LKW hier zurückstellen. Was soll die Frechheit hier? Warum eigentlich immer auf die kleinen Dicken hier? So, schön einparken hier. Habe ich nicht jetzt den ganzen hier übernommen oder was? Bin ich jetzt Chef hier oder was? Aber ich will nicht mehr. Bing, bing, bing. So, ich glaube, ich werde jetzt auch Mittagspause machen. Ich habe mir regelrecht was zum Essen verdient. Es gibt das Happy Happy, also. Gäh, Happy Happy Happy, yeah. Juhu, Happy Happy Happy.